Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Verdor. Heute auf der Karte Was Guess. Und als Hausaufgabe gleich direkt mal zum Anfang der Folge, bevor die meisten wieder abschalten. Ich würde gerne von euch wissen, wie man diese vier Karten, also Was Guess, Picati, Agon und Vokuis, wie man die französisch richtig mit Akzent ausspricht. Ja? Ich würde gerne von euch am besten eine Sprachmemo haben oder einfach so eine MP3-Datei. Das Ganze mir an tobias@nerds dazukommen lässt oder über Facebook oder keine Ahnung, was es da noch so für Möglichkeiten gibt. Und dann werde ich das in den nächsten Folgen einfach mal trainieren und das einfach mal richtig perfekt aussprechen. Na, ist das ein Deal? Und wenn ihr gleich Bock drauf habt und die vier Kartennamen einspielt, am besten gleich noch Verdor mit hinterher. Ich weiß, das wird irgendwie Verdor ausgesprochen, aber ich würde es gerne mal von einem richtigen Profi hören, der richtig Französisch gelernt hat in der Schule oder immer noch hat in der Schule, kann ja sein. Und dann werde ich mir in den nächsten Tagen mal ransitzen und das Ganze mal trainieren. Wäre doch mal echt lustig. Ansonsten können wir das Ganze natürlich auch per CD ans Postfach senden. Guck mal, das war so lustig, dass er gestorben ist daran. Mein Gott, ey. Der Messiak. Gestorben an meiner Lustigkeit. Dass es sowas noch gibt auf der Welt, das ist grausam. Aber ich muss euch leider sagen, selbst die Runde heute ist mal wieder richtig kurz. Was war das denn für ein Kunde, ey? Ace for Eva. Ja, ich sehe mehrere Spieler, mehr als letztes Mal. Momentan dritter Platz, aber die Runde ist gleich wieder zu Ende nach 3 Minuten. Also ich muss sagen, momentan ist es so, dass es gibt keinen Server, der nicht ab 6 Minuten startet. Ich habe mal letztens welche gesehen, die waren wieder bei 14 Minuten, aber da war keine Sau drauf. Und ganz ehrlich, 14 Minuten alleine rumrennen und zu warten, ob ein Spieler kommt, das möchte ich euch auch nicht bieten. Also da, muss ich da schon mal was anderes, wie so ein Kartentutorial machen, was könnte man machen. Aber da werde ich dann warten, bis der Entwickler mir dann diese freie Kamera bietet. Also da gibt es ja momentan noch keine Möglichkeit zum Zuschauen. Also schon, aber man kann da halt nur die Spieler zuschauen, wie ich jetzt gerade in so einer Perspektive. Und ich habe letztens schon überlegt, so Mensch, so ein Kartentutorial, wie man denn wo am besten schießen kann, was die besten Defensivstellungen sind hier auf so einer Karte. So eine Art Tutorials, also Kartenvorstellungen. Darauf hätte ich auch mal Lust in Verdor oder Red Orchestra. In Verdor Orchestra geht das ja. Aber ich würde gerne das Ganze erstmal trainieren an Verdor, weil das doch echt weniger Karten sind. Und noch ein bisschen einfacher. Ich werde die gerade voll abgezogen, ey. Leck mich am Arsch. Mann, bin ich schlecht geworden. Kaum zu glauben. Ja, nochmal zum Thema Livestream. Wie gesagt, die Woche wird wahrscheinlich einer kommen. Der wird wahrscheinlich noch nicht perfekt werden. Ich weiß noch gar nicht, ob mit Facecam oder ohne Cam. Das muss ich mal sehen, wie das Ganze technisch umsetzbar ist. Also umsetzbar ist es auf jeden Fall. Wie das nun am Ende ist mit dem Stream. Also Spiele und sowas streamen kann ich. Ob es dann aber auch für die Webcam noch reicht. Für noch TS-Aufnahmen und Skype und Pipapo und was hast du nicht gesehen. Da muss ich ein bisschen testen. Also das, wie gesagt, das kann auch 1, 2 Streams dauern, bis ich mich da mal richtig reingefuchst habe. Deswegen einfach nicht gleich was Großes erwarten beim ersten Stream. Ich werde natürlich versuchen, auf alle Wünsche einzugehen. Wenn jemand sagt, ey Viper, spiel doch mal DayZ oder sowas, dann werde ich natürlich das machen. Wobei ich sagen muss, ich weiß noch gar nicht, wie ich das handhaben werde. Weil ich würde gerne dieses DayZ Standalone Let's Play gerne für meinen Kanal vorbehalten vorerst. Was ich euch aber anbieten kann, ist eine DayZ Mod, also von Arma 2. Da ich ja keinen Charakter dort habe und das Ganze nicht an Fortschritt verloren geht, kann man das dann mal machen. Falls mein Charakter natürlich sterben soll in den nächsten DZ-Folgen, dann werde ich das natürlich dann umändern. Dann könnte man natürlich auch mal eine Runde DZ spielen. Aber ansonsten sowas wie Red Orchestra, Verdor oder auch Dark Souls, was auf jeden Fall kommen wird, da habe ich echt richtig Bock drauf, weil Dark Souls macht einen Livestream richtig, richtig Bock. Wenn da noch Leute da sind, die das auch richtig feiern, ich sag euch, da geht richtig der Hase ab hier. Wenn dann noch richtig gefällt wird, dann kann man richtig ein schönes Best-of draus schneiden. Also auf Dark Souls könnt ihr euch mal freuen. Das ist ja ein Projekt, was momentan auf Pause steht, weil Speicherspielstand. Aber ich habe es hinbekommen. Hab momentan wieder eine Lösung am Laufen, um das Ganze wieder irgendwie herzustellen. Ansonsten muss ich halt wirklich von vorne anfangen. Da kann ich es halt nicht ändern. Los. Was? Boah, ich dachte schon, das wäre übelst der Fail gewesen. Mensch, die Runde ist schon wieder vorbei. Das gibt's doch nicht. Kann man wohl nichts machen. Ja, aber mehr Infos, wie gesagt, wenn mal so ein Livestream-Video kommt, was auf jeden Fall diese Woche passieren wird, da gibt es dann mehr Informationen und so kleine Anleitung, wie man sich anmeldet, registriert, falls ihr das nicht hinbekommt.
Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich über viele Kommentare. Und vergesst nicht diese Sprachmemo-Set. Ich möchte wissen, wie man das ausspricht. Ja, ich möchte Französisch lernen. Ja, ansonsten bis morgen um 16 Uhr. Neue Folge Verdun. Bis dahin. Ciao.